Grüezi und hallo. 6 Tipps für ein entspanntes Spitzkehrenfahren mit dem Motorrad. Erster Tipp. Such mit dem Blick den Kurvenausgang, dann landest du auch da, wo du landen möchtest. Zweiter Tipp. Bevor du in die Spitzkehre hineinfährst, drücke leicht die Hinterradbremse, gib genügend Gas bei schleifender Kupplung. Nimm also das Motorrad während der ganzen Spitzkehrenfahrt auf Zug. Und zwar sowohl bergauf wie auch bergab. Dadurch hast du das Motorrad schön unter Kontrolle. Dritter Tipp. Hole niemals in den Gegenverkehr aus. Bleib auf deiner Fahrbahnhälfte. Deshalb. Vierter Tipp. Bei engen Spitzkehren lege zusätzlich das Motorrad in die Kurve hinein und gehe mit deinem Oberkörper Richtung Kurvenaußenseite und leicht nach vorne. Damit stabilisierst du den Gesamtschwerpunkt und weil du das Motorrad hinein neigst, kann es einen kleineren Kurvenradius fahren. Fünfter Tipp: Wenn du den Spitzkehrenaußenradius fährst, also ein bisschen schneller, dann fahre auch mit leicht angezogener Hinterradbremse durch die Spitzkehre. Drehe kurz vor und während der Spitzkehrenfahrt leicht deine untere Oberkörperpartie, sprich Bauchnabelregion, Richtung Kurveninnenseite und auch das kurveninnere Knie winkelt sich leicht Richtung Kurveninnenseite ab, also weg vom Tank. Falls der Kurvenradius noch enger wird, dann verdrehst du deine untere Oberkörperpartie noch etwas mehr Richtung Kurveninnenseite und dein kurveninneres Knie dreht sich noch etwas mehr Richtung Kurveninnenseite ein. Dies führt auch dazu, dass die Hände am Lenker immer mehr entspannen. Sechster und letzter Tipp. Die Hinterradbremse nur bei langsamer Fahrt einsetzen, niemals bei schnellerer Fahrt. So, nun wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren. Gute Fahrt!